Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir arbeiten weiter an dem Eckchen hier, das wir hoffentlich heute fertig bekommen. Ich möchte so einen schönen Übergang schaffen von Science Fiction zu, ja, zu Alpen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das hinkriegen. Eine Überlegung war hier irgendwie so einen Torbogen einzubauen, der die Gebiete so ein bisschen voneinander trennt. Vielleicht ziehen wir das auch ein bisschen weiter nach hier hinten. Da müssten wir aber den Weg verlängern. Was haben wir denn hier... Oh, ja genau, ich wollte Ranzoom-Spiel. Was haben wir denn hier genommen? Ich glaube den, oder? Wenn wir das bis da ziehen und hier jetzt gucken, dass wir irgendwie einen Übergang bauen. Also im Prinzip sowas. Hallo? Tada, fertig. Nee, nur in schöner. Ich guck mal tatsächlich eben bei den Vorgefertigten, ob es da irgendwas gibt, wo ich jetzt denke, ja, guck mal, fertig. Hier, das ist doch bestimmt wunderbar. Es gehört in dieses Gebiet. Das sieht alles sehr klein aus. Hier, so ein Schloss, oder? Ein Gruselschloss. Interessantes Teil, aber nicht das, was ich gerade suche. Das wäre halt so ein Durchgang, aber ja, hier nicht so machbar. Das auch. Das kannst du hier nicht hinbauen, um zu sagen, hey, hier geht's in ein neues Gebiet. Hallo? Ich glaube, da müssen wir selber was Schönes zaubern. Vielleicht auch so ein bisschen auf der einen Seite halt dieses Sci-Fi-Gedöns und auf der anderen Seite halt nicht. Eine Überlegung wäre gerade, ob man da so einen kleinen Mini-Tunnel macht. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Wir machen hier ein relativ enges Schluchtstück raus. Ich habe eine Idee, Moment. Ah, das müsste natürlich nach oben hingehend auch irgendwie ein bisschen enger werden. So. Und dann machen wir hier, ziehen wir halt auch so weit rüber wie möglich, dass halt hier der Berg noch ein Stück rüber geht. Das hier ist ja eh noch nicht so vordefiniert, so ganz. Klar, es ist so ein bisschen angeraut, aber... So kann man hier dann vielleicht wieder ein bisschen mehr wegnehmen. Versucht da gerade nur irgendwie was zu schaffen, ne? Was vernünftig aussieht. Und dieses Spiel kämpft so hart, wenn ich das Terraforming-Tool benutze. Das ist Wahnsinn. Nee, was ich mir gedacht habe... Nee, ich müsste hier noch ziehen. Oh. Zwar, Moment, ich zeige es euch sofort. Seht ihr, wie es leckt und kämpft? Ist ja unglaublich hier. So. Und zwar, passt auf. War gerade so diese spontane Überlegung, dass hier vielleicht mal ein Baum stand, ne? Kommt ja vor. Im Leben, dass da Bäume stehen.
Ich weiß nicht, haben wir eine nur Wurzel? Jetzt kommt nämlich der Clou an der Sache. Passt auf. Ja, das hier, ne? So ein bisschen. Oder das? Ja, wenn sich das ein bisschen besser an das Terrain anpassen würde, wäre das einfacher. Das könnte man nehmen. Das hier halt mal so ein riesiger Baumstand. Da wächst halt noch so die Wurzel runter. Mal gucken, ob wir hier die Sachen finden, die ich dafür gerne hätte. Hier hätten wir Baumstammgedönsens. So. Und dann haben wir bei Szenerie irgendwo so dicke Baumstämme. Seid ihr das schon? Abgesägter Baumstamm? Die Planke. Das ist der... Nee, das ist auch kein Stamm. Das ist auch so eine Halbplanke. Aber das gibt es auch als kompletten Baumstamm. Ist gerade dünner, als ich das vermutet habe. Aber das ist das, was ich wollte. Da ist der ganze Baumstamm. Der jetzt doch nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar habe ich gedacht, man könnte das so aussehen lassen, als wäre der hier halt runtergefallen. Ja, das funktioniert sehr gut, wie wir sehen. Ach, das ist doch doof. Da muss ich entweder... Da muss ich das hier enger machen, ne? Könnten wir natürlich auch. Und wir sagen, wir machen es an der Stelle einfach ein bisschen schmaler, den Weg. So. Dann können wir natürlich noch mal ein bisschen mit dem Terraforming wieder arbeiten. Ah, ich glaube aber nicht, dass das hinkommen wird, ne? Außer wir ziehen das hier halt ganz weit noch rüber, dass das hier halt auch so ein Stückchen überhängt. Dann kann man das vielleicht auch so machen, als wäre hier was abgebrochen. Ich versuche das gerade irgendwie cool zu machen. Irgendwie cool und interessant. So, vielleicht einmal hier damit dran gehen. Hier genauso. Gott. Speichern. Dann kann man... es eventuell hier irgendwie so positionieren, dass es passt. Oh ja, eigentlich nur da oben diesen kleinen Nümpel, ne?
Ja, wir brauchen hier halt die Wurzeln, die natürlich rausgucken. Ah, es ist gerade spaßig, das zu justieren. So sieht es hier unten gut aus, aber oben halt nicht. Ja, vielleicht finde ich da noch ein anderes Teil. Moment. Lass uns nochmal hier gucken. Szenerie. Nein, nicht Effekte. Bäume. Dann haben wir das Gewurzele hier. Oh, ein Riesengewurzel. Vielleicht etwas zu extrem. Ist vielleicht besser. Ne, ihr könnt da ja ruhig so einen Ticken unten rausgucken. Warum nicht? Das hat doch was. Und dann machen wir jetzt diesen Baumstamm. Legen den jetzt da drüber. Ich hoffe, das passt. Dass es halt aussieht, als wäre der hier umgefallen. Halt nicht die gleiche Farbe, ne? Aber ja, hat er sich da so verkeilt. Jetzt machen wir da auf jeden Fall noch Steine hin. Nein, das war die falsche Taste. Eigentlich war der so schon am coolsten. So. Hier noch. Dass wir das da jetzt so richtig schön felsig machen. Wo der halt dann, ja, drin stecken geblieben ist. Drauf liegen geblieben ist, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und was, wisst ihr, was der Spaß dabei ist? Wir benutzen schon wieder 10 Milliarden Steine, die die Performance auf jeden Fall nach oben bringen werden. Das Spiel wird damit sehr viel besser gleich laufen. Warum mache ich das immer? So, jetzt machen wir aber noch hier dieses Übergangstechnische, bringen wir den anderen Felsen mit rein. Weil eigentlich haben wir hier ja hallo? Diese Felsen benutzt. Müssen wir dann auch gleich noch farblich das Terrain anpassen. Soll ja halt so ein Übergang werden, ne? Von dem einen zum anderen Gebiet. Wenn wir da gleich noch Sachen zwischenbauen, dann passt das schon. Wir könnten hier auch noch
Weiter unten ein bisschen was Felsiges einarbeiten. Dass das so ein bisschen aussieht, als wäre da halt auch was runtergebrochen. Sehr schön, sehr gut. Das wird, glaube ich, ein klasse Durchgang. Jetzt kommt natürlich hier auf diese Seite totes Gestrüpp und so. Uschis. Hier alles nochmal beleben und pflanzen und hübsch machen. Das wird halt, glaube ich, ein richtig guter fließender Übergang von dem einen zum anderen Gebiet. Weil der Bepflanzungsstil doch recht ähnlich ist zu dem anderen hier. So, also, ne, von beiden Seiten. Bäumchen können wir jetzt natürlich auch noch wieder einarbeiten. Vielleicht doch eher hier unten. So. Und dann hatten wir hier genau den. Und dann hier auch noch mal ein, zweimal hinstellen. Um hier das Science-Fiction-Ding einfach noch mal so ein bisschen zu unterstreichen. Vom Look her. Immer wieder schön, wenn es dann dunkel wird und man überhaupt nicht mehr sieht, was man macht, ne? Ist immer das Beste. So, kriegen wir hier auch noch so ein so totes Gebüschchen. Ja, ne? Generell einfach nur stacheliges Kröse. Vor allem auch auf diese Seite vielleicht. Ja. Wäre, glaube ich, so okay. Wir müssen natürlich noch Wegrandbeleuchtung machen. Vielleicht noch eine Bank, wenn es geht. Ja, und dann kommt man hier halt in diesen Übergang. Ich weiß nicht, ob wir noch Science-Fiction-technische Elemente hier hinstellen können. Szenerie Science-Fiction, bitte. Dass das irgendwie nochmal so einen anderen Charakter und Vibe bekommt. Das Ganze halt etwas, sehe ich nicht, was so einen Touch kriegt, wisst ihr? Hier hat noch jemand irgendwie so seinen Krempel gelagert, der vielleicht auch schon ein bisschen überwuchert wird, vergessen wurde. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Was wir auf jeden Fall hier machen können, ist das Zäunchen. Ich sehe halt gerade nicht sehr viel von dem, was hier passiert am Zaun. Aha. Danke. Nee, die hatte ich, glaube ich, orange gemacht, ne? Hier hatte ich das doch schon angepasst. Oder auch nicht. Hatte ich die nicht irgendwo benutzt und dann schon ein Farbkonzept ausgearbeitet? Irgendwie nicht. Na gut. Ich bin mir nicht sicher, ob so rum oder andersrum. Ich mach's jetzt so. Oh,
Gott, das muss ich mir, glaube ich, von oben angucken. Das ist ja wieder ein super Stück Weg. Oh. Boah, der Schatten, ne? Ich habe mich gerade kurz erschrocken vor dem Schatten. Dachte mir, oha, jetzt geht's los. Jetzt wird hier ein Horrorspiel draus. Hatte minimale Slenderman-Vibes. So, guck mal, wenn wir das dann immer so da ansetzen. Gerade nicht irgendwie der schönste Weg, ne? Oder die schönste Mauer. Da kriegen wir schon hin. Gibt noch mal irgendwie so einen Science-Fiction-Charakter. So, ne? Wenn da jetzt noch so ein Mäuerchen ist. Was kann man denn noch hier hintersetzen? Oh, nein. Irgendwie was, ne? Das Zeug hier in eine Pampa einfach zu stellen. So. Hab ich noch so ein abgebrochener Raubschiffflügel? Nein. Wie sieht's jetzt mit Bänken aus? Wir hatten aber die hier genommen. Hier würde eine hinpassen sogar. Sehr gut. Kann man sich da auch nochmal hinsetzen, wenn man lustig ist, bevor man da, oder wenn man den Berg da hochgeklettert ist, so, ich muss mich erstmal hinsetzen. Das könnte mir halt passieren. Ich liebe es zu wandern, auch in den Alpen zu wandern, aber Berge hochgehen, ne? Ist mein Kryptonit. Gut. Wir machen jetzt hier noch das Farbensetting so ein bisschen anders. Damit es ins Gesamtbild passt. So. Ja, auch nochmal drüber. Ich will ja nichts Grünes haben. Nein, nein, nein. Es muss alles eklig gelb und kacke sein. Sehr schön. So. Und dann hatte man hier so halt den Übergang von dem einen ins andere Gebiet. Und jetzt wird es halt gleich ein bisschen alpiger. Wir können hier jetzt auf jeden Fall noch szeneriemäßig irgendwie gucken, dass das so aussieht, als hätte der Baum da oben vielleicht noch so ein paar Äste oder so. Ich weiß ja nicht, wenn wir das da ans Ende setzen. Aber der hat auch noch die Wurzeln da unten. Das ist halt blöd, ne? Das funktioniert denn so schon mal nicht. Ich richte es nur schon mal grob aus, falls wir doch da gleich irgendwie eine Option haben, aber die sind alle so, ne? Wieso habt ihr alle Wurzeln? Also ich fand den Baum schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber dann vielleicht ein bisschen anders. Den so da reinsetzen. Oh, der ist aber viel zu groß, ne? Dass das einfach so ein bisschen aussieht, als wäre hier halt so
der Rest von dem Baum mal irgendwann hingekracht. Noch so ein Stückchen drehen. Und vielleicht auch noch. Er sieht ja jetzt nachher nicht so viel aus. Hier nochmal so ein bisschen mehr. Ja. Könnte man machen. Und jetzt versuchen wir diese Stelle hier so ein bisschen zu kaschieren. Dass das natürlich irgendwann auch hier alles überwuchert ist. Ist halt noch Natur mit am Start. Das dauert länger, als ich vermutet habe, mal wieder, ne? Aber das ist dann, wenn man dann so diese Detailliebe da umsetzen will. Dauert das immer auf einmal und man fragt sich so, hä? Warum dauert das denn? Was mache ich hier? Diesen Stamm müssen wir so ein bisschen einarbeiten. Da darf natürlich jetzt in unserer Alpenseite unser geliebter roter Busch nicht fehlen. Der hier so einen Farbklecks reinbringt. In den alpinen Bereich. Oh, hier unten. Ist das ein guter Übergang? So von dem einen ins andere Gebiet. Doch, das sieht schon nice aus, ne? Mit dem Baumstamm hier oben. Vielleicht wachsen da auch schon so ein paar Sachen dran runter. Der hängt hier halt schon so ein bisschen länger, ne? Wartet. Kann auch schon mal so das ein oder andere schon runterwuchern. Oh, das ist cool. Ich mag das voll. Hier sieht es sehr alpig aus, finde ich okay. Und hier, doch, das könnte halt noch dieser Bereich sein, ne? Kann man, denke ich, mal machen. Ist halt mal was anderes. So als Übergangstor. In eine andere Welt. Was haben wir hier? Hier können wir auch die Tanne auf jeden Fall nochmal mit einarbeiten. Und dann wird die ja hier drüben ganz viel verwendet werden. Das müssen wir an Oberflächen natürlich wieder ausmachen. Jetzt haben wir schiefe Bäume. So. Hier auch. Und jetzt kommt nämlich halt so dieser Übergang, dass wir jetzt hier anfangen, vermehrt nur noch diese Tanne dann zu setzen, ne? Hier vielleicht noch so eine kleinere. Dann kommen hier auch auf jeden Fall ja wieder die Bäume hin. Kann ruhig auch so ein bisschen auf die Seite. Habe ich hier weiter oben gar nicht so gemacht, ne? Habe ich hauptsächlich wirklich nur so auf diese Tanne gegangen. Und den würde ich dann hier unten nochmal irgendwie so mit einarbeiten. Soll ja hier halt waldig aussehen, ne? Jetzt würde man durch so einen Wald laufen. Da noch eine kleine Eiche hin.
Sollen wir gleich mal gucken, dass jetzt nicht too much wird. Oh. Ich glaube, das würde gehen, wenn man sie denn aber vernünftig positioniert. Dankeschön. Ich hätte gern wieder ein bisschen mehr Licht. Das wäre sehr schön, Spiel. Könntest du wieder Tag machen? Hilfe, es speichert wieder. Hilfe, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Ich sollte aufhören, die Kamera zu versuchen zu drehen, wenn er speichert. Ich mach's jedes Mal wieder falsch. Ja, sieht auch aus, als würde man durch ein Stück Wald gehen. Das ist doch hübsch. Dann öffnet sich das hier hinten so ein bisschen und man ist in dem Dorf. Also es wird noch bewaldeter, auf jeden Fall. Aber da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Da werden wir dann hoffentlich wirklich dieses Stückchen abschließen. Ich möchte ja an dem Fels noch ein bisschen mehr bepflanzen. Hier noch vielleicht einen oder anderen Stein. Hier noch diese Kiefer hier etwas weiter hochziehen und verteilen. Und dann machen wir das hier schön. Dann müssen wir noch hier den Tunnel machen. Ach ja, so viel zu tun. Ich bedanke mich dann an der Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.